Liebe Zuschauer von Loch Devau, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie hier am Grenzübergang 561 hier in Hommersum an der deutsch-niederländischen Grenze bei Regina Evers. Früher sagten die alten Locher immer Mut Evers, die Grenzgaststätte in Hommersum. Hommersum feiert in diesem Jahr ein 900-jähriges Jubiläum. Wir von Loch Devau sind zu Gast bei dem Heimatforscher Franz Gommerns. Er ist gebürtig aus dem Dorf Hommersum und wir möchten ihn zu Hommersum heute hinterfragen. Franz, viele Stunden deines Lebens hast du dich schon mit Heimatforschung beschäftigt. Bevor ich zu dir gekommen bin, im Internet Hommersum aufgerufen und habe da eine interessante Geschichte über Hommersum gelesen. Dieser Beitrag entstand im Juni 2002. Hommersum, das Dorf an der Kendel. Der Bach durchströmt das ganze Dorf in einer Länge von etwa einem Kilometer. Von etwa 200 Meter hinter der Kirche mündet diese Kendel in die Niers. Und die Niers wiederum mündet 10 Kilometer weiter in die Maas. Die Landwirtschaft hat keine große Bedeutung mehr. Bis vor etwa 30 Jahren war die Landwirtschaft für das Dorf dominant. Heute sind wir so weit, dass wir nicht mehr einen einzigen Kuhbauer im Dorf haben. Heute betreiben die Bauern überwiegend Schweinezucht. Gänse und Schafe sind andere Viehhaltungen, die auch heute im Dorf noch getätigt werden. Informiert bin, werden diese Gänse nur für die Eier gehalten. Gänseeier sind beliebt. In deiner Wohnung haben wir darüber gesprochen, dass du leidenschaftlicher Heimatforscher bist. Wenn man Heimatforscher ist, dann weiß man auch aus der Neuzeit etwas, aber auch aus vergangenen Jahren. Wie viele Bewohner hat Hommersum heute und wie sah es früher aus? Also die Einwohnerzahl schwankt nicht sehr stark, die liegt immer so um die 500, knappe 500. So war es vor dem Krieg, da hatten weniger Familie, aber die Familie hatten alle 4, 5, 6 und 8 bis 10 Kinder. Warum heißt die Gaststätte eigentlich Mut Evers? Ja, warum heißt die Mut Evers? Mut Evers war nach dem Krieg Witwe, hatte 10 Kinder, so viel ich weiß. Und blieb als Witwe mit diesen Kindern hier sitzen und hat unermüdlich versucht, hier den Betrieb durchzuhalten bis ins hohe Alter. Der Heimatforscher Franz Gommerns wird etwas zu dieser Kirche erzählen. Franz, wir stehen jetzt in Hommersum vor der Kirche St. Petrus. Umreiß mal bitte kurz die Geschichte. Die Kirche hatte im Krieg relativ starke Zerstörungen erlebt. Sie wurde von den Alliierten, die jenseits der Maas mit ihren Kanonen standen und den Turm zusammengeschossen hatten. Der Helm ist dann auf das Dach gestürzt und hat große Teile des Gewölbes heruntergerissen. In früherer Zeit war der Helm wesentlich höher und er ist nach dem Krieg in dieser etwas gedrungeneren Form wieder aufgebaut, so wie wir ihn jetzt sehen. Heute ist die Kirche wieder in einem tadellosen Zustand. Das Pfarrhaus wurde 1860 errichtet, hat im Krieg schwere Schäden erlitten, wurde zunächst mal wieder notdürftig restauriert und ist vor etwa 15 Jahren von Grund auf restauriert und ist heute ein Top-Bild in der Gemeinde. Die Friedhofskapelle wurde um 1968 vollkommen neu errichtet.
Franz, in früheren Jahrhunderten wurde schon um jede Kirche ein Friedhof angelegt. Und auf diesem Friedhof werden doch bestimmt auch Persönlichkeiten der Neuzeit liegen. Pfarrer Becker, dessen Grab wir hier sehen, ist vielen Gocher Schülern bekannt, da er jahrelang Religionslehrer an der Berufsschule und am Gymnasium war. Wir haben einen kurzen Weg über den Friedhof gemacht und jetzt sind wir an einer Stelle ausgekommen, das ist die Priestergruft. Ja, hier liegen die Priester der letzten 200 Jahre, die an der Kirche tätig waren. Besonders hervorzuheben Viktor Hüskens, der als Heimatforscher und Schriftsteller sich einen guten Namen gemacht hat. Ebenfalls der Pfarrer Antonius Franziskus Schwerz, dem die Pfarrgemeinde sehr viel zu danken hat. Am 10. Oktober 1927 wurde ich hier in dieser Pfarrkirche getauft. Zur Kommunion bin ich hier 1937 gegangen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch die um das Jahr 720 erfolgte Gründung der dem heiligen Petrus geweihten Eigenkirche auf dem Haupthof von Homersum durch ihn selbst, also durch den Bischof von Willibrord von Rindern, durch ihn selbst oder aber infolge seiner Initiative gegründet wurde. Der Rechtszustand Eigenkirche stammt aus der fränkischen Zeit und besagt, wer eine Kirche auf seinen Grund und Boden errichtet, galt als Eigentümer, musste dieselbe aber auch dotieren und mit einem Geistlichen versehen. Er besaß somit auch das Patronatsrecht. Solche Kirchen dienten zunächst dem Hofherrn und seiner Familie sowie seinen Dienstmannen und der Gemeinde als Gotteshaus und Versammlungsraum. Bei einer Fortentwicklung des Hofes zu einer Bauernschaft bzw. zu einem Dorf wurden diese Kirchen dann irgendwann zu eigenständigen Pfarrkirchen erhoben. Nach einer Urkunde vom 30. September 1118 übertrug der Geldener Graf Gerhard die Kirche von Homersum auf sein in Wassenberg gegründetes Kollegialstift. Später wurde sie jedoch wieder von dem Stift getrennt. Herrn von Malberg-Reifers-Herrenhof am 3. August 1290 als gelderisches Lehen an das Kloster Grafenthal verkaufte, das im Jahre 1300 durch die Einverleibung der Homersumer Kirche erreichte. Tronatsherrin war somit bis 1800 Tissin von Grafenthal. Homersum ist die Mutterkirche von Hassum und sehr wahrscheinlich auch von Kessel. Und das Mittelalter gehörte bis 1802 zum Archidiakonat Xanten im Erzbistum Köln. Es lag im Dekanat Strahlen, später Geldern. Umfasste das eigentliche Dorf ferner die Bauernschaften Filler, Müll und Retüt, Ishöbel mit Loi sowie das Gebiet bis zu dem Fuß der Hayenschen Dünen. Die drei letztgenannten Gebietsteile gelangten 1817 im Zuge der Grenzregulierungen nach dem Wiener Kongress an die Niederlande. Unter Napoleon kam unser Gebiet 1802 an das Bistum Aachen. Durch die Bulle De Salute Animarum vom 16. Juli 1821 wurde der Niederrhein dem Bistum Münster inkorporiert. Franz, jetzt hätte ich gerne nähere Informationen zu euren Kunstschätzen. Ja, wir sehen zunächst hier einmal vor uns die Kanzel. Die Kanzel wurde von der Firma Ferdinand Langenberg in Goch 1892 gefertigt. Sie trägt nicht die Bilder der Evangelisten, wie üblich ist, sondern sie trägt die Bilder der Patrone der Tochterkirche, der Pfarrkirche in Homersum. Und zwar einmal der Patron der Kirche selber, St. Petrus, Patron der Homersumer Pfarrkirche. Links im Bild sehen wir Willibrordus, der Patron der Kirche in Hassum. Rechts sehen wir Vincentius, der Pfarrpatron
von Aspern. Das vierte Bild auf der Kanzel stellt den Patron der Pfarrkirche in Kessel dar, St. Stephanus. So, jetzt habe ich eine weitere Kostbarkeit entdeckt, Maria mit dem Kinde, Franz. Ja, die Marienfigur ist so das kostbarste Stück hier aus unserer Kirche. Sie stammt aus der Umgebung von Lüttich und ist datiert um 1400. Eine Marienfigur mit dem Kind auf dem Arm. Diese beiden Altarbilder, waren die immer in diesem Altar? Nein, sie wurden erst nach dem Konzil, wie diese Zelebrationsaltäre in den Kirchen eingerichtet wurden, in diesem Altar eingebaut. Dieser Altar wurde auf der Gastung gefertigt von dem Schreiner Pauls. Der hat dann die Altarbilder, die ehemals im Hochaltar vorhanden waren, hier drin eingebaut. Der Hochaltar ist nach dem Krieg demontiert worden und aus diesem Altar stammen diese beiden Bilder. Franz, eure ganzen Kunstschätze, wie haben die den Krieg überstanden? Meines Wissens sind sie in der Kirche verblieben, denn unmittelbar nach der Zerstörung, wie ich die Kirche betreten habe, standen die damals noch drin. Franz, die beiden Figuren rechts und links vom Hauptaltar, wer ist das? Die linke Figur ist Elisabeth mit dem Rosenkörbchen, Bezug nehmend auf das Rosenwunder. Die rechte Figur stellt Maria Magdalena dar mit dem Salbentöpfchen. Beide Figuren stammen mit großer Wahrscheinlichkeit aus der 1812 in Villa abgebrochenen St. Antoniuskapelle. In einem Vorgespräch hast du mir gesagt, dass diese Figur der Schutzpatron von einer Kapelle in Villa ist. Antonius ist der Patron der Kapelle in Villa, der Antoniuskapelle, die während der französischen Besatzung 1812 abgerissen wurde. Er kam nach hier in die Pfarrkirche. Franz, im Westchor sehe ich eure Orgel. Sie wird wahrscheinlich den Krieg nicht überlebt haben. Es wird eine neuzeitige Orgel sein. So ist es. Durch den Einsturz des Helmes war auch die alte Orgel zerstört. Und nach dem Krieg war zunächst kein Geld da. Und in den 60er Jahren hat die Firma Seifert in Kevela uns diese prächtige Orgel gebaut. Oh.
in den Handwerksberufen. Vor allem aber hat jede und jeder hier in Humbersheim, in unserem Hommersum, seine Stimmung. Und die darf einmal ein wenig dunkel und die kann dann eben auch hell und fröhlich sein. Mit unserer Stimme, und jeder ist hier wichtig, 900 Jahre ohne Hommersumer Frauen und Männer, Mädchen und Jungen wären undenkbar. Und mit einer Stimme dürfen wir dann beginnen, auch alle unsere einzelnen Stimmungen mitnehmend. Die Sorge, die Freude, den Dank, den Glanz. So sind wir vereint mit all denen vor, mit uns und nach uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr, der uns in Möglichkeiten und auch in Grenzen zu jeder Zeit dieser Welt entgegenkommt, der mit uns wohnt, oft unerkannt und still, er sei mit euch. Und wir sind immer miteinander, auch über den Kirchturm hinaus, Gemeinschaft. Das spüren wir hier ganz besonders immer an einem Dankfest. Und da sind wir auch heute, denn ich darf ganz herzliche Grüße aus Wassenberg ausrichten, dort das Stift, wo sich ja unsere Urkunde durch aufmerksame Hommersumer wieder gelesen, wieder gefunden hat. Und ich bitte jetzt einen Edelmann aus dem Mittelalter, alias Hans Rosemanns, und die Urkunde hier in unserer Kirche auf den Predigtstuhl zu tragen. Dass ein gewisser Heinrich, Bischof von München, im Jahr 1118. Dort steht weiter, dass die Abgaben hier aus Hommersum alle dem neu errichteten Stift zugutekommen. Das lässt darauf schließen, Hommersum war eine wohlhabende Gemeinde, die zum Wohlergehen des Stiftes beitrug. Hier ist unser Beweis. Ja, und jeder Gottesdienst beginnt damit nicht nur gewisser. Wofür lebst du? Wofür bin ich unterwegs? Zu vergewissern unsere Lebensziele, das Kyrie, und uns dann wieder gut auf Kurs bringen zu lassen, auszurichten, orientieren durch Gott. Wir tun das heute in dem uralten ökumenischen Kyrie und zugleich mit dem Rap, mit dem Text, mit dem Sprachvortrag, der auch anknüpft an das rezitierende Latein des Mittelalters. Bitte bleiben Sie noch einen Augenblick stehen. Und dann, wenn der Rap kommt, dann bitte sitzen. Danke. Thank you.
Thank you.
allmächtiger, ewiger und doch uns Menschen nicht stärker, wie wir darin Kinder von Bethlehem und damit in jedem Menschen Kinder Gottes. Erhöre unser Rufen, sei du zugegen in Jugend und Alter, in Licht und Dunkel. Erfülle du jede Zeit dieser Erde und unseres Lebens mit deiner priesterlichen Gegenwart. Und lass uns jetzt schon dieses neue Leben selbst bezeugen und bekunden, die guten Worte und Werke. Bis einer unser Weg durch diese bemessene Zeit einbringen in das Fest ohne Ende. So bitten wir deine heutige Beziehung auch zu allen und Verstorbenen hier. Durch Christus, unser Herr. Amen. Die Dame kommt zur Aussegnung nach einer Geburt. Danach ein kleines Gespräch. Wie schön euch wiederzusehen, liebe Bernhilde. Jetzt dürfen wir wieder hoffen nach der Aussegnung auf eure schönen Hofblumen, auf den Schmuck aus euren Gärten, hier am Altar. Gott sei Grüße, ehrwürdiger Vater. Ja, das Altarschmücken und das Blumenzurichten hat mir wahrlich gefehlt. Gut, dass es diesmal ein Junge war, dann ist die Zeit zur Reinigung nicht so lang. Doch sag mir, wie viele Kinder hast du denn inzwischen wohl geboren? Nach meiner Meinung müssten es so an die 10 nun sein. Ehrwürdiger Vater, unser kleiner Balg, der Heinrich, genannt nach unserem Bischof zu Lüttich, ist nun der 11. Geboren allerdings habe ich inzwischen 14 an der Reihe. Oh, Pein, dann hat der Meister Tod der Sensemann wohl an der Zahl der 3 genommen. Verwerflich war die Zeit ohne die neue Medizin. Harmlose Winterhusten haben eines und ein übles Fieber, die Zwillinge fast gleich nach der Niederkunft, mir weggerafft. Neue Medizin? Was bedeutest du denn damit? Die einzigen Medikus befinden sich doch hier zu Bock und Gelbe allein. In Hobersheim sehe ich keinen einzigen auch nur Genesskundigen. Wie recht gehabt. Doch als Mutter, Ehefrau und Bäuerin lernt man immer mehr und mehr, für sich selbst zu helfen. Doch sagt mir mit der neuen Medizin, ihr wisst vielleicht auf der Lateinschule, da war es mein Begehr, selbst vielleicht ein Medikus zu sein. Doch da es unter allen meinen Vettern, meinen Brüdern nicht einen einzigen am Altar und am Grundstab gibt, fiel das Los dann wohl auf mich. Vater, gib mir neues Mut. Das ist gar peinlich, mich frei wählen zu können. Kein Mitleid, liebe Bernhilde. Der Mensch ist zäh, gewöhnt sich auf die Dauer an alles, fast alles. Doch nun weiter mit der neuen Medizin, geschwind. Ja, Agatha, meine Base, ließ uns vor 3 Jahren 2 Liebenstöcke hier zu nutzen. Nicht allein der feine Honig, aber vor allem Propolis und Met. Die wirken Wunder, euer Sohn. Oh, dann lasst mir schon bald diese wunderbaren Gaben gegen die Verratio von Silan. Warum redet ihr Latein? Wir sind doch draußen vor der Messe. Nicht allein Gebet, Gottes Kraft aus seiner Schöpfung, wirkt ein Bienenwunder. Ihr habt ja recht, die Konsolatio, die Entzündung meiner Mandeln gibt mir Pein beim Sprechen, ja. Doch weiter mit der neuen Medizin. Ja, dann bringe ich euch morgen, da ich wieder ausgehen mag, die edle Mischung. Vor allem Propolis enthalten und ein Grund von Met. Oh, da werde ich mir diese Gaben zur Linderung gleich nach dem heiligen Opfer geben. Vor allem auch den Met.
Freude mir erschließen. Trotz meiner Jahre, die Röte tat es mir ins Gesicht. Nun mach dich aufgeschwingt, du deinem Ehemann, was soll er meinen? Doch morgen komm, vergiss den Weg mir nicht. Behüt euch Gott und gehabt euch wohl. Habt euch wohl, Berlin. Amen.
Menschen lange vor 1118 die Urkunde bestätigt, ja lediglich die Existenz hier unseres Ortes mutig Schritt um Schritt gesetzt. Vielleicht auch manchmal zaghaft, traurig und sorgvoll. Und doch haben sie mit ihrem Zeugnis hier unter uns die einfache Lebensart gewonnen aus den Erfahrungen der Jahrtausende der Menschen bewahrheitet. Das Leben geht weiter. Schon mal gehört? Das Leben geht weiter. Und das will uns oft hier theologisch an einer anderen Sprache, einer anderen Welt, einer uns fremden Mentalität verpackt, Johannes durch den Mund Christi sagen. Und das ist wirklich Ostern. Nicht resignieren, nicht aufgeben, man darf traurig sein, man darf zweifeln, man darf Probleme haben, aber das Leben geht weiter. Das ist Ostern. Hier auf dieser Welt, bekundet, bezeugt 900 Jahre an dieser Stelle, und das ist Ostern für die Zukunft. Lassen wir da eben auch die Kinder, wir sind auch ein junges Dorf, das Leben weitergehen. Die einfache Weisheit auf der Straße, geronnen, aufgeladen hier mit der Kraft des Lebens, des Allerhöchsten, der Osterliebe. Das Leben geht weiter. Der nächste Schritt. Amen. Der Bitte aus dem Herzen des Credo. Wir bitten dich.
Verkündigung erfolgen. Die ersten Klosterdamen, darunter die Äbtissin Jutta von Genne, beziehen das neu erbaute Kloster Garfenthal. Segne uns mit den offiziellen Heiligen hier in unserer Umgebung: Norbert, Petrus Canisius und Adrianen. Aber auch die unzähligen Stimmen mit stets neuer spiritueller und religiöser Vitalität und Vielfalt. Wir bitten dich, Herr. Heiligen Geist, durch Christus den Weg, durch Christus unseren Herrn.